Hi und willkommen zurück, meine Lieben, zum ersten Teil von The Book of Unwritten Tales, was ja eigentlich mein zweiter Teil ist, da ich ja vorher die Viehchroniken gespielt habe. Für alle, die die Viehchroniken nicht kennen, das ist die Vorgeschichte zu The Book of Unwritten Tales. Von daher ist das hier jetzt mein zweiter Teil. Und ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Um in Stimmung zu kommen, habe ich hier einen Viehcocktail zusammengebraut. Schmeckt richtig gut. Und wer es gerne selbst nachmachen möchte, darf das Rezept unten in meinen Bericht einfach entnehmen. Tut mir leid, musst du nochmal schlucken. Und es einfach mal selbst nachmachen. Von daher würde ich sagen, fangen wir ein neues Spiel an. Nämlich fangen wir mit Kapitel 1 an. Unsere Welt ist im Krieg. Nur noch die Alten erinnern sich an eine Zeit ohne Furcht, ohne Blutvergießen. Und bislang war kein Ende in Sicht. Auf Sieg folgte Niederlage, auf Niederlage Sieg. Niemand konnte den entscheidenden Vorteil erstreiten. Wer hätte jemals gedacht, dass es jemandem wie mir, einem alten Archäologen, zufallen würde, diesen Wahnsinn zu stoppen? Und den Schlüssel dazu fand ich nicht etwa auf einer meiner Expeditionen, nicht in dunklen Kerkern oder feurigen Bergen. Nein, in einem alten Buch habe ich den Hinweis entdeckt. Ich hoffe nur, dass uns das Glück noch nicht verlassen hat. Wo bleibt Bechtel mit den Männern des Erzmagiers? Ist Ihnen denn nicht klar, wie... So, du bist also MacGuffin, nicht wahr? Archäologe, Historiker, Abenteurer und zukünftige Trophäe an der Wand meiner Mutter. Abgebrochener Sohn der Erzhexe Mortoga. Was willst du von mir? Das weißt du doch. Wo ist es? Wir wissen, dass dein schwachsinniger Diener auf dem Weg zu diesem verfluchten Zaubertrickser Alistair war. Nichts werde ich euch sagen. Nimm ihn mit. Mutter hat Mittel und Wege, alles aus ihm herauszupressen, was wir wissen müssen. Was soll mir schon passieren? Ach was, wir sind mehrere Tagesreisen entfernt von den wilden Landen. Hier ist es ebenso sicher wie in Elfenheim. Ach die, wenn es nach denen geht, würde ich den ganzen Tag nur... Tue ich nichts Dummes. Du hast recht. Wir sollten Hilfe holen. Schnell, zurück zum Elfenhain. Oh Mann. Dann wollen wir mal. Ah, okay, schon geht's los. Fängt ja schon sehr spannend an mit unserem Freund Munkus, den ich ja vom zweiten Teil kenne, den Friehchroniken. Den Tipp habe ich jetzt nicht gerade wirklich nicht nachlesen können. Aber mit Anklicken funktioniert das. Tipp, um einen Gegenstand zu betrachten, klicke ihn mit der linken Maustaste an. Versuche es einmal mit dem Seil rechts. Ja, ich versuche es. Das Ende des Seils scheint fest verknotet zu sein. Ich könnte mich damit auf die andere Seite des Beins schwingen. Ja, dann mach das doch mal, meine Liebe. Um das Seil zu benutzen, klicke es erneut an. Das werden wir tun. Untersuche den Käfig und sprich mit dem Kremlin. Ja, der mich übrigens sehr arg an diesen Kobold von Harry Potter erinnert, der sich immer so wegzwinkern konnte. Der Metallkäfig ist am Haltegeschirr des Drachen befestigt. Im Käfig steht der alte Kremlin. Er hat mich noch nicht bemerkt. Ach, das ist ein Drache. Ja, Mensch, wenn ich das jetzt genauer betrachte, dann fällt mir das auch auf. Alles klar, gut. Betrachte die Ladung. Transportdrachen können gewaltige Lasten bewegen, wie diese Fässer, die Holzbalken und die große Kiste.
Ich glaube allerdings nicht, dass mir das Zeug weiterhelfen wird. Okay. Können wir denn mit dem Kremlin reden? Ja, das können wir. Dann werden wir das mal tun. Psst. Hallo, ihr da. Wer bist du? Ich bin eine Waldelfe, die euren Tag retten wird. Nenn mich Ivo. Die Frage ist doch, wer seid ihr und warum hat man euch entführt? Das sind beides sehr gute Sachen. Ich würde sagen, viel interessanter für mich ist, wer ihr seid und warum man euch entführt hat. Professor McGuffin, mein Name. Ich bin Archäologe. Ich habe etwas entdeckt. Etwas Wichtiges. Und diese Kerle wollen es haben? Oh ja. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr sie es haben wollen. Naja, wenn Munkus es haben möchte, dann muss es echt wertvoll sein. Sagt es mir, was habt ihr entdeckt? Mir egal, ich bin hier, um euch zu befreien. Ich würde schon gerne wissen, was er entdeckt hat. Lasst mich raten. Die Kerle da oben wollen mit eurem Wissen die Weltherrschaft an sich reißen? Ja, spotte nur. Sie werden mir die Haut abziehen, bis ich ihnen verrate, was ich weiß. Ist ja gut, ich befreie euch. Dann lasse ich euch Sterblichen weiter Krieg spielen. Nein, wir haben keine Zeit zu verlieren. Du musst diesen Ring hier nehmen. Einen Ring? Bringe ihn zum Erzmagier Alistair in die Stadt Seefels, unten am Meer. Er wird Leute zu meinem Haus schicken. Dort im Geheimkeller liegt das Buch, in dem steht, wo es versteckt gehalten wird. Er muss es in Sicherheit bringen. Und was ist mit euch? Ich werde dir so viel Zeit verschaffen, wie ich kann. Einige Stunden werde ich die Folter aushalten. Wenn es sein muss, auch Tage. All die Schmerz, die Demütigungen, die Pein für Körper und Seele. Klingt wie ein Plan. Soll ich euch nicht vielleicht doch lieber befreien? Ihr seid ein wahrer Held. Lebt wohl. Nee, ich entscheide mich mal für die Mitte. Vielleicht sollte ich euch einfach befreien und wir verzichten auf Schmerzen und Tod? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Weniger dramatisch, aber wenn du darauf bestehst, kann ich dich kaum abhalten. Wie kann ich euch befreien? Ja, gute Frage. Dieser Käfig ist stabil und das Schloss lässt sich nicht so einfach knacken. Ich könnte den Käfig losbinden und auf dem Boden würde er zerschellen. Genau wie meine alten Knochen. Aber die Idee ist nicht schlecht. Auf dem Weg zu Mortogas Festung fliegen wir über das Weißkammgebirge. Dort ist alles mit Schnee bedeckt und der Drache fliegt niedrig über die Gipfel. Dort könnten wir es versuchen. Das war ein Scherz. Die Chancen, dass das klappt, dürften bei 1 zu 1 Million stehen. Hervorragend. Außerdem sehe ich keine andere Möglichkeit, wie wir unauffällig verschwinden könnten. Kampf ist keine Option. Ich schaue mir mal die Befestigung des Käfigs an. Tu das. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Keine Ahnung, was hier gespielt wird. Aber ich sollte den alten Zausel befreien, bevor wir Feindesland erreichen. Dann sehen wir weiter. Alles klar, dann werden wir das mal tun. Betrachte den Befestigungsseil. Ich wollte gerade Befreiungsseil sagen. Auch nicht schlecht. Schau mal, meine Liebe. Mit diesen Seilen ist der Käfig am Drachen befestigt. Ich muss sie lösen, wenn ich den Käfig über dem Gebirge abwerfen will. Sitzt alles verdammt stramm. Das kann ich mit bloßen Händen nicht lösen. Aber vielleicht könnte ich die Seile zerschneiden, wenn ich ein Messer oder Schwert hätte. Okay, und da ist unser Haken. Wir brauchen jetzt ein Messer oder ein Schwert. Alles klar, meine Liebe. Dann müssen wir halt ein bisschen mal schauen, wo wir sowas herkriegen. Was können wir denn noch machen? Hier können wir noch den Holzbalken betrachten. Auf, schau mal. Dort geht es hinauf auf den Rücken des Drachen. Aber ich kann den Balken nicht erreichen. Wieso kannst du den nicht erreichen? Was haben wir denn hier noch? Reden. Sonst nix. Ja, das ist schlecht, wenn du den nicht erreichen kannst. Na. Dort geht es hinauf auf den Rücken des Drachen. Okay, gut. Das funktioniert so nicht. Aber ich kann den Balken nicht erreichen. Alles klar, wir haben uns jetzt alles angeschaut. Komm nicht weiter, mein Lieber. Das heißt, du musst... Was gibt's? Was wisst ihr über die Kerle, die euch entführt haben? Wie kann ein so voll beladener Drache überhaupt fliegen?
Auch gute Frage, obwohl der hat bestimmt Mordskräfte, weil er nämlich meinen Vieh-Cocktail getrunken hat. Was sieht unser Plan noch einmal aus? Ich kann den Käfig nicht mit bloßen Händen lösen. Das ist auf jeden Fall Tatsache und das werde ich als erstes sagen. Der Käfig ist mit dicken Seilen befestigt. Ich kann ihn nicht mit bloßen Händen lösen. Dann musst du die Seile durchschneiden. Ach was? Das kann ich mir denken. Nur leider habe ich kein Messer dabei. Dann besorg dir eins. Die Kerle dort oben werden doch wohl bewaffnet sein. Genau das befürchte ich auch. Was wisst ihr denn über die Kerle, die euch entführt haben? Dieser Kerl mit seinem Troll. Wer ist das? Der Hexenmeister? Der heißt Munkus. Er ist der Sohn der Erzhexe Mortroga. Die Erzhexe steckt dahinter? Woher wusste sie, dass ihr eine wichtige Entdeckung gemacht habt? Bechtel, mein Knecht. Ich habe ihn in geheimer Mission zum Erzmagier geschickt. Sie müssen ihn abgefangen haben und... Armer Bechtel. Bechtel, Bechtel. Ich kenne ihn zwar noch nicht, aber der tut mir schon leid. Wie kann ein so vollbeladener Drache überhaupt fliegen? Wie sieht unser Plan noch einmal aus? Ich komme ohne Hilfe nicht auf den Rücken des Drachen. Das ist auch Tatsache, haben wir festgestellt. Wenn ich von den Ganoven ein Messer stehlen soll, dann muss ich auf den Rücken des Drachen. Es gibt da einen Balken, an dem ich mich hochziehen könnte, aber ich erreiche ihn nicht. Kein Problem. Hier, nimm das. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Eine Peitsche? Sie hat mir immer gute Dienste erwiesen. Du kannst sie als Seil benutzen. Tipp, die Peitsche findest du, wie alle deine Gegenstände im Inventar. Bewege die Maus an den unteren Bildschirmrand, um das Inventar zu öffnen. Um einen Gegenstand im Inventar zu untersuchen, klicke ihn mit rechts an. Okay, ja. Ach ja, wollen wir die Fragen auch nochmal stellen, einfach nur damit sie gestellt wurden. Machen wir das mal. Ist es physikalisch nicht zweifelhaft, dass ein 50 Meter langer Drache mit erbärmlich geringer Spannweite so eine tonnenschwere Ladung transportieren kann? Woher soll ich das wissen? Ich bin Archäologe, kein Aeronaut. Ich beschäftige mich nicht mit Nebensächlichkeiten. Ich sehe, dass er fliegt, also glaube ich es auch. Ich find's aber unlogisch. Dann ist es halt Magie. Hm? Wenn in dieser Welt etwas unlogisch ist, dann ist es im Zweifelsfall immer Magie. Sehr praktisch. Damit erklärt man alles. Da fliegt etwas, das nicht fliegen kann. Magie, basta. Alles klar, Indiana Jones-Verschnitt. Wie sieht unser Plan noch einmal aus? Na komm, ich mach dann mal weiter. Ich mache dann mal weiter. Warten Sie hier. So, wir nehmen jetzt Indiana Jones Bullenpeitsche und schlängeln uns damit mal hoch. Ja... Ta-ta-da-ta. Das hätten wir geschafft. Klettere auf den Rücken des Drachen. Was? Ja, ja, ich war böse und gemein. Ja, ich bringe ihn mit, Mutter. Ja, ja, ich muss Schluss machen. Warum? Ich lenke einen Drachen, weißt du? Ich bin nicht schnippisch. Ja, gut. Ja, bis nachher. Bei allen Göttern, wie ich sie hasse. Nicht mehr lange, Munkus, nicht mehr lange, wenn du es erst einmal in Händen hältst. Aber du musst vorsichtig sein. Mutter ist misstrauisch und hat ihre Agenten überall. Und du redest ständig mit dir selber. Sei lieber still. An der Geschichte des Gremlins scheint wirklich was dran zu sein. Umso wichtiger, dass ich ihn befreie. Wenn ich hier ganz außen bleibe, kann man mich aus dem Führerstand nicht sehen. Okay, gut. Mensch, Munkus. Noch so arg an Mama geklettert, hängend. Mensch, ja, mir fehlen die Worte. Milchbubi. Eines dieser Schwerter könnte ich gut gebrauchen. Aber ich komme nicht zum Ständer, ohne dass mich der Hexer sieht. Was können wir denn dann noch so machen? Betrachte die Kiste, die hinter ihrem Hintern steht, die ich so eigentlich gar nicht sehen würde. Ein alter Pappkarton. Es scheint sich um eine Art Notfallkiste für Drachenabstürze zu handeln. Okay, durchsuche den Karton bitte. In der Kiste liegen einige mottenzerfressende Decken, etwas Trockenfleisch mit einem weißen Pelzbezug, ein blauer und ein roter Trank und, eine Schnur mit einem Angelhaken. Die sieht noch recht brauchbar aus. Ich nehme sie mit.
Braves Mädchen, die Schnur mit den Angelharten können wir bestimmt gebrauchen, um hier unser Schwert zu uns zu angeln. Keine Chance. Ich müsste trotz des Flugwindes genau den Griff treffen. Und? Selbst wenn ich es schaffe, bekomme ich das Schwert nicht geräuschlos hier rüber. Was haben wir denn hier noch? Wir können sonst nirgendwo hin. Warte mal, hier können wir noch die Fahne betrachten. Ein dünner Holzstab mit der Fahne der Schattenarmee. Der Stab ist locker mit der Reling verbunden. Mhm. Das heißt, wir können den Holzstab nehmen. Okay. Ich hab ihn. Und der Hexer hat nichts bemerkt. Das ist gut, dass Munkus nichts gemerkt hat. Das heißt, wir kombinieren jetzt mal... Eine etwa 3 Meter lange Schnur mit einem ziemlich großen, verrosteten Angelhaken. Die Schnur macht noch einen recht stabilen Eindruck. Mhm. Und wir werden jetzt mal beides miteinander kombinieren. Ich knote den Faden an die Spitze des Stabes und habe damit eine Angel. Ta-da-ta-da-ta, eine Angel, mit der wir jetzt vielleicht unser Schwert angeln können. Okay. Hat funktioniert. Das war elegant. Aber sowas von, meine Liebe. Gut, das heißt, wir klettern jetzt wieder runter. Und öffnen dann die Schlaufe. Ich sollte erst MacGuffin warnen, dass es nun losgeht. Ach so. Vielleicht überlegt er sich ja nochmal. Naja, wenn er lieber irgendwie qualvoll Schmerzen und so vorzieht, kann er sich's gerne nochmal überlegen. Also bitte. Psst, MacGuffin. Was gibt's? Wie sieht unser Plan noch einmal aus? Weißt du das noch, ja? Lasst uns den Plan noch einmal durchgehen. Nur zur Sicherheit. Du lässt dir eine Möglichkeit einfallen, wie du diesen Käfig lösen kannst. Sobald wir im Weißkammgebirge dicht über dem Boden fliegen, lässt du mich samt Käfig fallen und springst hinterher. Und ihr glaubt, ihr überlebt den Absturz? Das hoffe ich. Der Drache wird im Gebirge nur knapp über den Gipfeln fliegen. Dort gibt es viele Tannen und Schneewehen. Und Abgründe, Schluchten, Felsen. Ja, ja, es wird schon gut gehen. Ich muss zurück zu meiner Hütte und das Buch aus dem Keller holen. Sie dürfen es nicht bekommen. Alles klar. Ich habe den Hexer belauscht. Was genau will er von euch? Eine Waffe? Was habt ihr so Mächtiges entdeckt? Was will Munkus von euch haben? Eine Waffe? Es ist... Ich kann es dir nicht sagen. Es wäre zu gefährlich. Und eigentlich... Nun, eigentlich habe ich es auch gar nicht. Wie meint ihr das? Ich habe in einem alten Buch einen Hinweis gefunden, wo das Artefakt... wo es verborgen ist. Artefakt? Das wird ja immer banaler. Es ist nicht banal. Der Kampf Gut gegen Böse ist niemals banal. Ihr habt vorhin von eurem Geheimkeller gesprochen. In diesem Keller liegt das Buch? Ziemlich riskant. Ja, gut, dann machen wir mal weiter. Ich mache dann mal weiter. Warten Sie hier. Ja, warten Sie hier. Wir schneiden jetzt das Seil durch. Guten Flug, mein Lieber. Ich sollte erst MacGuffin warnen, dass es nun losgeht. Vielleicht überlegt er sich ja nochmal. Gut, gewarnt haben wir ihn nicht, aber wir haben doch jetzt eben gerade mit ihm geschwätzt. Psst. Ach Gott. Was gibt's? Ich habe ein Schwert organisiert. Ich kann euch jetzt jederzeit losschneiden. Kann es jetzt losgehen, mein Lieber? Ich habe ein Schwert und kann das Halteseil durchtrennen, sobald ihr bereit seid. Sehr gut. Von mir aus kann es losgehen. Wir sind über den Bergen. Jetzt oder nie. Seid ihr wirklich sicher? Das bin ich. Aber wenn ich das hier nicht überlebe oder sie mich erwischen, dann musst du das Buch aus meinem Geheimkeller holen und zum Erzmagier bringen. Alles klar, das wäre ja ein unerwartetes Abenteuer. In der Tat. Wäre das nicht ein seltsamer Zufall? Da geht eine junge, verträumte, aber hübsche Elfe unbewaffnet durch den Wald und schlittert in ein Abenteuer. Rede nicht! Schneide mich endlich los! Alles klar, Mensch, mach dich locker. Also nochmal zu den Flugsicherheitshinweisen. Links und rechts finden Sie die Notausgänge. Nein, Spaß beiseite. Los geht's. Na, los geht's. Hallo? Ich glaube, der Zeitpunkt ist günstig. Da vorn kommt ein schneebedeckter Berggipfel. Gut. Ah, okay. Ich dachte schon, es liegt an mir.